Was war das? Luna hat gesagt, dass sie in mich verliebt ist? Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Da hast du dich verhört. Eigentlich hat sich Matteo versprochen... Gitarrist, hör mir zu, ich werde dir die Wahrheit sagen. Du hast das Video gesehen von Jasmin über eine verbotene Liebe. Was hat das damit zu tun? Naja, du weißt ja selbst, dass Jasmin ständig irgendwelche Pärchen erfindet. Und das haben wir gerade gespielt. Wir haben uns lustige Pärchen ausgedacht, ja, genau. So wie ihr zwei zum Beispiel. Darüber haben wir gelacht. Ja, das ist sowas wie ein Spiel zwischen uns, ein Insider. Du kennst ja unseren Snob, er macht gern Witze. Überleg doch mal, als ob zwischen dir und mir was laufen würde. So ein Quatsch. Schrecklich. Aber sag mal, wie kommt Jasmin eigentlich auf so eine Idee? Ich meine, Luna und ich, wir sind nur Freunde. Hi Leute, ja, entschuldigt die Verspätung. Wir haben ein paar Schritte geübt und dabei total die Zeit vergessen. Kein Problem. Hallo Leute. Jetzt sind wir vollständig, oder? Wo ist Juliana? Wir warten auf sie. Seltsam, oder? Sie kommt doch sonst nie zu spät. Erst recht nicht zum Training. Ja, stimmt. Nicht, dass was passiert ist. Sag's mir, Juliana. Was ist wichtiger, als die Red Sharks zu trainieren? Gary, ich habe eine private Verabredung. Eine private Verabredung mit den Leuten vom Roller. Ist das wahr, was Vinicio sagt? Ja, das ist wahr. Die Kids haben mich um einen Gefallen gebeten und ich werde ihnen helfen. Hör mal, es ist schön, dass du in deiner Freizeit so selbstlos bist, Juliana. Aber während du für mich arbeitest, hast du keine Verabredungen außer mit den Red Sharks. Oder interessiert dich dieser Job nicht mehr? Ach, Gary, führ dich bitte nicht so auf. Wir sind mit dem Training für heute fertig. Aber wir wollen länger machen. Gary, wir müssen dringend üben. Manche Schritte klappen noch gar nicht. Dann ist es wohl besser, wenn ihr weiterprobt. Ich will, dass ihr das beste Team der Welt seid. Ganz besonders jetzt. Ich habe übrigens gute Nachrichten für euch. Ich bereite gerade ein Riesen-Event vor, was massentaugliches noch nie dagewesen ist. Das Red Sharks Festival. Red Sharks Festival? Ja. Und dort werden die Red Sharks als Rollerskate-Team offiziell vorgestellt. Wir werden ausführlicher darüber sprechen. Jetzt will ich, dass ihr diszipliniert weiterprobt. Und zwar mit Juliana. Oder sollte ich mir besser eine neue Trainerin suchen? Wir machen eine Pause, Leute. In ein paar Minuten geht's weiter. So ist es gut. Weißt du, was mir gefällt? Wenn sich Leute voll und ganz ihrem Job verschreiben. Luna, entschuldigt, ich muss absagen. Ich komme hier nicht weg. Es ist aussichtslos. Ihr müsst ohne mich trainieren. Bitte entschuldigt. Gibt es ein Problem, Juliana? Wie kommst du darauf, dass wir das verbotene Liebespaar sind? Keine Ahnung. Naja. Erik, hör mal. Also Gaston wusste ohne Zweifel, dass zwischen dir und mir nichts laufen wird. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast nichts mit der Sache zu tun, die passiert ist. Aber was ist denn passiert? Naja, Gaston ist der Meinung, dass es uns zu sehr wehtun wird, wenn wir die Fernbeziehung weiterführen. Und du? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Zwischen dem, was man fühlt und dem, was man denkt, liegen oft Welten. Und ich weiß nur, dass ich ihn jetzt noch mehr vermisse als vorher. Ihr wart lang zusammen, oder? Ja, genau. Lange genug, um zu fühlen, dass ich ihn für den Rest meines Lebens nicht vergessen kann. Und nie jemanden so lieben werde wie Gaston. Leute, Juliana ist nicht da. Sie ist auch immer pünktlich. Ja, genau. Ist Pünktlichkeit nicht ihr Lieblingswort? Das ist so gar nicht ihre Art. Luna, schreib ihr doch eine SMS. Ja, hast recht, mache ich. Oh nein, sie hat mir eine Nachricht geschickt und ich hab's nicht gesehen. Was sagt sie? Luna, entschuldigt, ich muss absagen. Ich komme hier nicht weg. Es ist aussichtslos. Ihr müsst ohne mich trainieren. Bitte entschuldigt. Leute, es muss irgendwas Schlimmes passiert sein, sonst hätte uns Juliana nie im Leben hängen lassen. Hört mal, gehen wir besser nicht vom Schlimmsten aus. Ich rede mit ihr und frag sie, was passiert ist. Inzwischen machen wir, was sie uns gesagt hat. Trainieren wir, ja? Ja. Leute, ich habe mir übrigens ein paar coole Schritte ausgedacht. Soll ich sie zeigen? Ja. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Na? Wow, super. Mir sind auch Schritte eingefallen. Die können wir mit denen kombinieren. 5, 6, 7, 8.
Eins, zwei, drei, vier. Ach, ja, bravo. Und ich habe auch noch ein paar Ideen für das Video. Wir können Dreiersequenzen tanzen, aber als Paare. Okay, dafür müssen wir uns einigen, wer die Paare sind. Bestimmen wir das Hauptpaar zuerst. Wer will das machen? Wir können nicht. Wir müssen noch die Aufnahmeprüfung für die Musicalschule vorbereiten. Dafür haben wir keine Zeit. Ja. Ich auch nicht. Ich habe mehr als genug zu tun. Die Band, die Cafeteria und viele Kunden, also... Seht mich bitte nicht so an. Ich habe nur im Netz große Auftritte. Das tut mir aber leid. Die Einzige, die hier große Auftritte hat, bin ich mit Fab & Chic. Also wirst du dich damit zufrieden geben müssen, nur Nummer 2 zu sein. Gut, alles klar. Dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Nur wir zwei bleiben übrig. Willst du, dass wir beide das Hauptpaar sind? Oh ja, das wäre total cool, Leute. Ja, das letzte Mal, als ihr zusammen geskatet seid, war unglaublich. Kein Paar harmoniert so gut wie ihr zwei. Also?